Trikottausch der etwas anderen Art bei den SC DFK Handballern und der LVZ Post. Bereits am frühen Morgen ging es für die beiden Profis Maximilian Janke und René Wielertsen zum DFK Praxistag in das Postdepot der LVZ Post in Leipzig. Statt Bälle werfen stand an diesem Tag Kisten schleppen und Briefe sortieren auf dem Plan. Jährlich werden bei der LVZ Post durch fast 1000 Mitarbeiter über 50 Millionen Postsendungen bearbeitet. Volle Konzentration und Höchstleistungen wurden wie auf der Platte von den Handballern abverlangt. Nachdem die etlichen Briefsendungen und Zeitschriften für die Tour gepackt waren, ging es dann zu Fuß und auf dem Rad auf Tour in die Leipziger Innenstadt. Maximilian Janke ist bekannt, seine Leistungen auf dem Feld sehr gut einzuschätzen. Und nach diesem Praxistag sieht er seine Leistungen eher selbstkritisch. Ja gut, also unter die Arme gegriffen haben wir nicht. Wir standen viel im Weg rum, aber es war mal interessant zu sehen. Also vor allem, ich habe kaum ein Namensschild an der Tür gefunden, wo der Brief dann rein sollte. Das hat Ewigkeiten gedauert. Das Handling mit dem Fahrrad hat auch Ewigkeiten gedauert. Also ich stand da eigentlich nur im Weg. Aber ja, ist auf jeden Fall mal ein Einblick gewesen in das, was da passiert. Wusste ich tatsächlich nicht, wie das abläuft. Während Janke mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist und unter anderem Einschreiben an die Leipziger Gruppe verteilt, hieß es für DAFK-Hüter Wielertsen Briefe zu Fuß verteilen. Genau das Richtige für den 2-Meter-Mann. So, das hat Menge Spaß gemacht. Wir haben viel miteinander geredet und ich habe viele Fragen gestellt und viele Antworten bekommen. So, das war Spaß. Ja, also vor allem, wo man sagt, okay, dem da den Post liefern, wie die Ecken so richtig kennt. Also nicht nur diesen Strecke, wo wir gelaufen haben, aber fast den der Mann mit uns gelaufen hat, kennt schon das ganze Leipzig. Und das ist schon, und er ist auch so Vertreter, wenn einer krank ist, und sagt, okay, da muss man schon was im Kopf haben. Und auch heute ist schönes Wetter, aber in den Welt ist auch nicht immer schön. Da ist Regen, Wind, Schnee und da muss der Post immer noch raus. Für die Handballer war es ein spannender Tag und eine schöne Abwechslung zum Liga-Alltag, bis es am Ostersonntag gegen Stuttgart wieder auf die gewohnte Handballplatte geht.